Nach ihrer Rückkehr aus der Türkei zusammen mit Präsident Selenskyj sind die Azov-Kämpfer in der Ukraine als Helden gefeiert worden. Die Entscheidung der USA, umstrittene Streubomben an die Ukraine zu liefern, sorgt in Europa auch für Kritik. Rund 1700 Baustellen gibt es in diesem Sommer in Paris. Einheimische und Besucher sind schon jetzt genervt. 5 Kommandeure des sogenannten Azov-Bataillons sind in der Ukraine wie Helden gefeiert worden. Sie waren mit Präsident Volodymyr Selenskyj aus Istanbul nach Lviv heimgeflogen. Nachdem die Kämpfer die Stadt Mariupol aufgeben mussten, waren sie in russischer Gefangenschaft. Вони воювали заради України. Героїчно воювали, абсолютно. Вони прийшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома. Aus Moskau kam sofort Kritik. Putin-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, mit der Ausreise der Azov-Kämpfer verstießen sowohl die Türkei als auch die Ukraine gegen getroffene Vereinbarungen. Russlands Justiz hatte das Azov-Bataillon zur terroristischen Vereinigung erklärt. In der Ukraine gelten die Männer schon lange als Helden. Die Entscheidung der USA, international geächtete Streumunition an die Ukraine zu liefern, stößt in Europa auf Kritik. Unter den etwa 100 Staaten, die das UN-Abkommen gegen Streubomben unterzeichnet haben, gehören Spanien, Frankreich und Deutschland. Die spanische Verteidigungsministerin äußerte sich deutlich und sagte, es sollten keine Streubomben an die Ukraine geliefert werden. España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, pero tiene también un compromiso firme en que determinadas armas, determinadas bombas no se pueden entregar en ningún caso. Die Regierung in Berlin ist da weniger hart. Wir sollten uns also auch nochmal vergegenwärtigen, dass Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits in großem Umfang Streumunition eingesetzt hat. Großbritannien hat sich generell gegen den Einsatz von Streubomben ausgesprochen. Das dürfte auch Thema der Beratungen zwischen Rishi Sunak und Joe Biden an diesem Montag sein. Ganz Paris ist eine Baustelle. Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in einem Jahr laufen auf vollen Touren. Ebenso der Umbau der Stadt zu einer klimafreundlichen Weltmetropole. Rund 1700 Baustellen drohen in diesem Sommer, weil es im Juli und August angeblich weniger stört. Einheimische und Besucher sind schon jetzt genervt. D'abord, en ce moment, il y a beaucoup de travaux dans Paris. Ils ont lancé beaucoup de chantiers en même temps dans tous les endroits, enfin dans tous les arrondissements, ce qui fait que la circulation est très très difficile. Quand on est sur des kilomètres, on a par exemple 20 minutes pour faire 2 kilomètres. Et ça va, à mon avis, s'amplifier de plus en plus. Der sommerliche Renovierungs- und Sanierungsdrang macht auch vor berühmten Pariser Wahrzeichen nicht Halt. Vieles ist verhüllt und verpackt, aber kein Kunstprojekt wie damals bei Christo. It's disappointing that it's covered up in advertisement and you don't get the full view. Yeah, and you come from all over the world to visit. I think you're getting ready to showcase more of Paris. Paris hat ehrgeizige Klimaziele, um bis 2050 CO2-neutral zu werden. Von der Schaffung neuer Fahrradwege über die Begrünung von Schulhöfen bis zur Isolierung öffentlicher Gebäude. Bis zum Beginn der Sommerspiele in einem Jahr wird wohl nicht alles fertig sein. Es war ein Abschied von der Bühne. Für immer. Wirklich? Elton John spielte am Samstagabend in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee Farewell Yellow Brick Road. Elton John, 1947 als Reginald Kenneth Dwight geboren, zweifacher Oscar-Gewinner und mit stolzen 300 Millionen verkauften Tonträgern eine Legende der Musikgeschichte, sagte der Bühne Goodbye.